So, jawohl, jawohl, gut, 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 prima und raus. So, das reicht schon, mehr braucht man nicht. Noch einmal zulegen und dann gehen wir noch einmal auf die rechte Hand, bitte. Nicht? Das ist immer entscheidend, Sie sehen, woher entstehen die körperlichen Schwierigkeiten? Die kommen meistens durch die Lage des Fohlens im Mutterleib. Die liegen ja auch gekrümmt im Mutterleib und dadurch ist eben eine Seite etwas einfacher zu handhaben als die andere. Und meistens liegen die Fohlen links rum. Meistens ist dann die linke Seite die bessere, die rechte Seite ist dann etwas schwieriger. Und deswegen machen wir Dressur, um die Pferde möglichst gleichmäßig auf beiden Händen auszubilden. Sehen Sie, rechts rum, da gefällt es ihm nicht so. Noch mal ein bisschen mehr durchstellen, rechts. Rechts ein bisschen mehr durchstellen. So, jawohl, jawohl. Nicht, dann macht er sich frei. So, und wieder zulegen. Oder nicht zu lange ihn quälen damit, sondern über das kontinuierliche, tägliche Training dazu bringen, dass er dann auf der rechten Seite genauso nachbringt. So, gut, kleine Pause bitte, durchparieren zum Schritt. Nicht immer wieder atmen lassen. Gut so. So, Schritt ist hervorragend, super im Takt, gut im Raumgriff. Nicht? Der Fuß jetzt so anderthalb Füße über. Das ist ein Spitzenschritt, auch gut im Vorderbein. Der Fuß genügend weit aus der Schulter. So ein bisschen rollt er vorne. Sie sehen das so ein bisschen im Huf. Also ein ganz, ganz richtiger Superschritt ist wirklich selten zu sehen. Man kann eigentlich immer so ein bisschen was meckern, aber bei dem Pferd ist einfach, das ist jetzt von mir ein bisschen übertrieben. Also der Schritt ist schon sehr, sehr gut. Nicht ein deutlicher Unterschied zu dem Dreijährigen, den wir am Anfang gesehen haben. Das ist auch eine Sache eben der Muskulaturentwicklung. Dieser lässt richtig los. Sie sehen, der kippt ab im Genick. Sie können ruhig noch ein bisschen tiefer nehmen. Ganz klein ein bisschen tiefer. So, dass er sich noch ein bisschen mehr streckt und dehnt. Dann wird er noch besser. Aber dieser Schritt ist losgelassen und wirklich schon vom Raumriff und von der Elastizität sehr, sehr gut. Das war bei dem jungen Pferd vorhin noch nicht so, aber das kommt sicherlich noch, wenn der ein bisschen loslässt, weil der sich mit dem Reitergewicht natürlich noch nicht so abfindet wie dieser hier. Prima. Nicht auch wieder hier, auch beim fertig ausgebildeten Pferd oder beim älteren Pferd, bitte nicht vergessen, immer wieder Schrittpausen, weil einfach die Konzentration, wenn die Pferde dann müde werden, ebenso wie durch die Pirouettenarbeit, dann müssen die Pferde immer wieder eine kleine Verschnaufpause haben, der Reiter natürlich auch. Und dann geht es wieder mit frischen Kräften weiter. Bitte den Zügel aufnehmen und im Arbeitstempo antraben und dann allmählich ins versammelte Tempo übergehen. So, Pferd ein bisschen zusammenstellen. Sie sehen, der hat natürlich einen ziemlich massiven Hals. Der hat da schon eines der Reiterinnen entgegenzusetzen. Aber was mir gefällt, sie packten ihn noch an und trotzdem das Maul bleibt zu, das Maul bleibt geschlossen. Das Pferd fühlt sich wohl, weil die Reiterin wirklich einen guten Winkel der Kandare gefunden hat. Das passt also prima. Sie hat Einwirkung mit der Kandare und trotzdem, dadurch, dass die Kandare etwas durchfällt, durchfallen heißt, dass die Kandare also nicht so sehr im scharfen Winkel, wie vorhin bei der anderen Kandare gesehen, wirkt, sondern sie ist jetzt eigentlich so ein bisschen auf milde gestellt. Die fällt durch und trotzdem kann die Reiterin die Kandare voll in die Hand nehmen und für das Pferd wird es trotzdem nicht zu scharf. Das ist sehr schön. Gut. Bitte einmal Handwechsel. So, immer wieder, genau, richtig, klein bisschen beschleunigen, dann wieder einfangen, die halben Paraden, ganz wichtig. So, dann an der nächsten langen Seite bitte auch Schulter rein. Jawohl, sehr gut. Sehr schön, gleichmäßig eine Anlehnung, auch Stellung und Biegung prima. Gut, ganze Bahn bitte. Sehen die Reiterin immer wieder, gibt sie ihm so einen kleinen mit, dass er vorwärts geht, das ist sehr gut, dass er immer wieder zieht. Die Kontrolle ist, dass die Pferde immer weitergehen, das ist ganz entscheidend. Nicht, dass die immer von alleine stehen bleiben wollen, sondern dass die Pferde vor dem Bein sind. Das heißt, dass sie auf den Schenkel so reagieren, dass wenn ich den Schenkel rannehme, dass sie dann wirklich loslaufen. Einmal Mittellinie und nach rechts traversieren.
Jawohl. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist Kreuzen, ist hervorragend, so ganz leicht verworfen im Genick. Er könnte sich noch ein bisschen leichter und williger stellen und biegen lassen in der Traversale. Ansonsten, die Arbeit der Beine war sehr gut. Wir gucken jetzt mal nach links, ob es einem leichter fällt.